Zombie-Wyvern Level 180. Was ist da noch hinter uns her? Nix, nur die Zombie-Wyvern. Dann versuchen wir doch, die auch zu betäuben, oder? Super witzig. Wir sind jetzt wieder maxed out, das heißt, so stark wie es wird, stärker werden wir nicht. Oh oh. Schnell die Flinte raus. Hallo und herzlich willkommen zu Modded Scorched Earth. Ich bin hier wieder mit Invictus, dem Unbezwungenen, unterwegs. Und wir haben schon alles Mögliche neu entdeckt. Ich habe wieder ein paar Alpha-Wyvern getötet. Hier unten liegt das erste Alpha-Rhino, was ich gefunden habe. Die gibt's also jetzt wirklich. Das war nicht nur so gesagt, sondern die gibt's tatsächlich. Das ist hier ein Alpha Woolly Rhino Level 340. Die DNA habe ich schon mitgehen lassen. Ich glaube, die 340, die nehmen wir jetzt nicht mit. Da finden wir bestimmt noch mal ein besseres. Der Flammenatem von Invictus ist ziemlich, naja, taugt nicht so recht. Ich weiß nicht. Der macht so ziemlich überhaupt keinen Schaden im Vergleich zur Beißattacke. Ihr könnt es mal ausprobieren an so ein paar Tieren hier. Da ist ein Skorpion. Level 60er ist jetzt nicht wirklich ein gutes Testobjekt. Mal schauen, was wir noch finden. Da ist ein Mantis und ein Skorpion. Die Reichweite ist auch super gering. Aber das wissen wir ja eigentlich schon. So, der Skorpion, wir haben den getroffen. Der brennt. Ihr seht's. Oh, und jetzt beiße ich den mal. Okay, das war ein Level 80er. Ich habe ihn nicht gebissen. Sondern der ist am Flammenatem gestorben. Aber ihr habt's gesehen, wie lange das dauert, dass der am Flammenatem stirbt. Und das war ein Level 80er Standard-Skorpion. Und da wissen wir halt dann, dass das nichts taugt. Das ist ein ganz guter Beweis dazu, denke ich. Mal sehen, was das hier ist. Okay, ist ein ganz normaler Mantis. Hier war ja dieser Prime Mantis unterwegs letzte Episode. Den habe ich nicht geschafft. Also, ich bin dann erstmal zurück. Und ich sehe gerade, was in der Luft rumschwebt. Was auch immer das ist. Das ist ein fliegender Rochen. Na gut. Der unterbricht uns hier wieder so ein bisschen. Ich wollte erzählen, der Prime Mantis war zu stark. Das war ein 580er. Den habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ich bin dann nach Hause geflogen, habe so ein paar Potions geholt. So Regen Potions. Die haben wir jetzt, ich habe glaube ich noch zwei mitgenommen, genau. Damit wir auf jeden Fall welche haben. Und dann habe ich den Prime Mantis mit vollen HP gemacht. Da ging das ganz gut. Aber mit 100.000, 200.000 HP ist der nicht machbar gewesen. Der war wirklich stark. So, was ist das hier jetzt? Das hier ist ein Aqua. Female Aquaman. Aber Aquaman ist doch nicht Female, das verstehe ich nicht. Das wäre jetzt zu hoch. Na gut, das ist auf jeden Fall ein männlicher Aquaman. Ein weiblicher Aquaman. So rum. Der sieht nicht besonders aggro aus. Ist auch nicht besonders High Level. Und ich glaube, wir können den nur mit dem Quetzel zähmen, oder? Also wenn ich jetzt hier absteige, dann sieht es so aus, als würde ich runterfallen. Das traue ich mich nicht. Wahrscheinlich würden wir auf dem Rücken stehen bleiben und die Wyvern würde landen, ne? Super witzig. Die müssen wir auf jeden Fall auch zähmen, falls das geht. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Keine Ahnung, was man mit denen anstellen kann. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen leveln. Und der Plan für heute ist dann, Invictus hier in den Prime zu verwandeln, also zu evolven. Okay, wir sind fertig. Maxed out, mehr geht nicht. Ich habe also alles in Melee Damage gesteckt. Ich habe sonst nichts gelevelt. Ich denke, das ist auch ganz gut so. 1 Million HP ist jetzt nicht ultra viel, aber es ist auf jeden Fall genug, dass wir hier nicht one-hitted werden. Oh, wir werden angegriffen. Jetzt ist er doch hinter uns her. 260er, das ist der, ne? Komisch. Hat erst so friedlich getan und jetzt plötzlich... Na gut. Dann fliege ich jetzt erstmal zurück nach Hause. Wir brauchen 30 Alpha Hearts, Rex und Archie DNA haben wir alles. Die Alpha Hearts sind eigentlich das größte Problem. Wir brauchen wirklich 30 Stück für ein Tier. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr evolven, wie wir das wollen, sondern wir müssen uns wirklich überlegen, was und wen wir evolven, weil uns sonst die Alpha Hearts ausgehen. Was ist das hier? Ist das ein Prime? Ich glaube, das ist ein Prime, oder? Nee, ist ein Alpha. 280. Den müssten wir fast noch mitnehmen. Ich brauche dringend immer Alpha-Rex-DNA. Okay, das ist aber ziemlich gefährlich hier. Vielleicht schaffen wir das. Ganz vorsichtig. Sieht gerade safe aus. Springen wir mal runter. Flinte raus. Und verpassen dem eine.
Nee, das war nix. Jetzt haben wir ihn erwischt. Okidoki. Dann gehen wir schnell da runter, holen die DNA. Und dann haben wir direkt die DNA, die wir brauchen. So, hier war irgendwo noch ein Kano. Ah, da unten ist der jetzt. Das ist ein Baby-Säbelzahntiger. Okay, den hätten wir auch da sitzen lassen können. Oh, stopp! Erstmal noch passiv stellen. So. Jetzt holen wir uns schnell hier die DNA. Kommen wir da ran? Ja. Perfekt. Und dann nix wie weg. So, wir sind wieder zu Hause. Und Vindictus macht hier an der Puppe 262.000, 263.000 fast. Das können wir uns mal merken. Und dann merken wir uns hier so ein paar Stats. Also 1000 Millidamage, wir haben 1 Million HP. Das muss unbedingt mehr werden. Also das wird auf jeden Fall mehr werden, denke ich. Ich habe jetzt alles zusammen. Wir haben hier die beiden. Ja, da wird es schon angezeigt. Wir haben die 30 Herzen und die beiden DNAs. Ich denke, wir sind jetzt startklar. Ich werde es jetzt einfach tun. Und dann wird Vindictus zum Prime. Ich glaube, die Prime. Wir haben ja schon Prime gesehen. Die sehen so ein bisschen dunkler aus, aber immer noch total cool. Also die sind nicht lila oder so. Ich meine, Prime One sieht zwar auch irgendwie schön aus, aber ich finde die. Ich finde Phoenix viel schöner. Also ich mag die gelben eigentlich ganz gerne. Das ist echt. Das ist eine schöne Färbung. Die sehen echt cool aus. Na gut, dann schauen wir einfach mal, was jetzt passiert. Ich bin total gespannt. Und starten hier das Ritual. Wir müssen unbedingt vorher den Sattel runternehmen. Das ist der einzige, den ich habe. Ich glaube, die anderen habe ich weggeworfen, weil sie so schlecht waren. Der hier hat 226 Panzerung. Der ist schon ganz nett. So, auf geht's. Oh yeah. Das dauert einen ganzen Moment hier. Das läuft immer noch. Okay, jetzt geht's aber gleich los. Ja, ich bin total gespannt. Mal sehen, wie sich die Stats verändern und wie er danach aussieht. Super schön, diese Alpha-Wyvern. Okay, das dauert auch einen Moment. Ich dachte, das wird jetzt schneller gehen. Aber es dauert doch ein ganzes Weilchen. Dieses Ritual. Oh yeah. Und gleich sind wir soweit. Die Kuppel schließt sich. Yes, super cool. Invictus. Oh nein, da haben wir einen Buchstaben vergessen hier. So ist besser. Yeah. Gelb-schwarz. Das sieht aber auch ziemlich cool aus. Ich weiß gar nicht, was jetzt cooler aussieht. So mit Schwarz, das sieht richtig schön aus. So. Wir können scheinbar noch weiter evolven. Wir haben jetzt 1.252.000 HP. Ich habe jetzt gar nicht auf den Stat, aufs Level geguckt. Ich glaube, wir haben das. Ich glaube, wir haben das Anfangslevel wiederbekommen, ne? Wir waren doch höher als 778. Oh, da haben sie scheinbar was geändert. Man startet scheinbar wieder bei dem Level, auf dem man das Tier gezähmt hat. Wir haben auch wieder nur 600% Melee-Damage hier. Wir haben auch ganz wenig HP nur dazu bekommen. Oder lese ich da was falsch? Nee. Das ist 1.252.000. Das ist echt nicht viel. Gehen wir da mal ein bisschen rein. Das gibt auch nicht viel. Das lohnt sich kaum. Also wir müssen auf jeden Fall wieder in Melee-Damage gehen. Mal gucken, wie viel Schaden er macht. Sattel drauf. Und auf geht's. Jetzt bin ich aber gespannt. Nix. Ja, ich muss erstmal das Interface wieder anstellen. Okay. 322. Da hat sich's also schon gelohnt. Das ist schon mal ein ganz nettes Upgrade. Und das, obwohl wir hier den ganzen Melee-Damage verloren haben. Da gehen wir, denke ich, wieder auf 1000 hoch. Und ich weiß nicht, ich glaube, die HP lasse ich einfach so. Da gab es so wenig dazu. Das lohnt sich ja kaum. Da hatte ich mir mehr erhofft. Sonst wäre ich auf 1,5 Millionen gegangen oder so. Aber so lassen wir das jetzt, glaube ich, einfach. Okay, wir können evolven zu einer Legendary Power Wyvern. Das kostet einen Matrix Core. Sowas habe ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, woher man die Matrix Cores bekommt. Das müssen wir noch rausfinden. Poison Wyvern.
und Speedwivern. Also man kann diese Legendaries evolven. Dodo-Wivern. Oh yeah. Das wäre cool. Dafür brauchen wir einen Dodo-Wivern-Kopf. Ich weiß nicht, ob die wild spawnen, diese Dodo-Wivern. Oh, das wäre super cool. Gut. Dann müssen wir jetzt weitermachen, bis wir so eine Dodo-Wivern finden. Wow, das ist ein großes Unterfangen. Ich werde jetzt mal diese Schlucht durchkämmen, in der Hoffnung, so eine Dodo-Wivern irgendwo zu sehen. Und die müssen wir dann besiegen. Dann könnten wir das Tier hier in eine Alpha. Wie heißen die? Heißen die überhaupt Alpha? Aka. Also Aka comes alive, Dodo-Wivern. So heißen die. Das wäre mal richtig heiß. Was haben wir denn an Attacken? Also wir können wieder hochheben. Können wieder Feuer spucken. Und sonst wahrscheinlich nichts. Also ganz normal, genauso wie die Alpha-Wivern auch. Na gut. Stats haben sich ein bisschen verbessert. Sollte wieder ein bisschen einfacher gehen, alles. Oh, das ist ein High-Level-Tier. Okay. Welches Level hatte das jetzt? Man weiß es nicht. Also, wenn es irgendwo Dodo-Wivern gibt, dann garantiert hier in der Schlucht. Wir wissen ja, wie die aussehen vom Halloween-Event. Das heißt, ich müsste die eigentlich ziemlich schnell erkennen. Die sind deutlich größer als normale Wivern. Und sehen ziemlich heiß aus. Na gut, ich mach die mal alle weg. Schau mal, was hier so spawnt, was ich so finde. Hoffentlich eine Dodo-Wivern. Das wäre schon super, super cool. Oh, da ist eine Alpha. Wow. Da ist eine Zombie-Wivern hinter uns her. Zombie-Wivern Level 180. Was ist da noch hinter uns her? Nix. Nur die Zombie-Wivern. Dann versuchen wir doch, die auch zu betäuben, oder? Super witzig. Wir sind jetzt wieder maxed out, das heißt, so stark wie es wird, stärker werden wir nicht. Oh oh. Schnell die Flinte raus. Oh, wieso haben wir nicht getroffen? Das ist nicht gut. Oh, ich glaube, die sind nicht betäubbar, oder? Das sieht irgendwie nicht so aus. Okay, das wird nix. Ich glaube, die können wir nur töten. Da kriegen wir dann wahrscheinlich dieses Zombie-Wivern-Brain dafür. Wow, die ist ganz schön stark. Ja, wir haben so ein Brain bekommen. Super cool. Gucken. Okay, hier ist es. Gut, wir könnten jetzt zu einer Zombie-Wivern evolven. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Wahrscheinlich wird die ein bisschen stärker sein. Wir hätten jetzt die Möglichkeit dazu. Ich habe die gesamte Schlucht mal aufgeräumt. Das heißt, hier waren praktisch keine Wivern mehr unterwegs. Die respawnen jetzt alle schon wieder. Und bis jetzt habe ich noch keine Dodo-Wivern gesehen. Das war auch die einzige Poison-Wivern, die ich. Die einzige Zombie-Wivern, die ich gesehen habe. Poison-Wivern habe ich jede Menge gesehen. Und das war auch die gleiche, die wir, glaube ich, letzte Episode auch schon gesehen hatten. Die war hier in der gleichen Gegend unterwegs. Also, das muss die gewesen sein. Was macht die denn da? Das sieht ja total cool aus. So coole Flugmanöver. Eine Feuerwivern. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen hin und her fliegen. Mal gucken, was alles spawnt. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht so eine Dodo-Wivern hier drin spawnt. Vielleicht muss man die auch beschwören. Ich habe keine Ahnung. Das sehen wir dann. Jetzt suche ich mal für einen Moment noch. Und mal sehen, was ich hier so finde. Da oben ist wieder eine. Die sollten jetzt alle ziemlich schnell respawnen. Dann gibt es hier jede Menge zu sehen, denke ich. Ich bin jetzt gleich wieder zurück an unserer Base und ich habe jetzt mal so ein Epic Rhino mitgenommen. Und zwar ein 520er. Ich habe noch kein höheres gesehen, also die sind meistens super low level. Ich denke, wir zähmen das mal und gucken, was das drauf hat. Das interessiert mich schon ziemlich lange. Wir haben die ja schon vor ewigen Zeiten das erste Mal gesehen. Und jetzt ist es, glaube ich, mal an der Zeit, dass wir da eins zähmen. Die scheinen ziemlich stark zu sein. Also die haben auf jeden Fall unglaublich viel Hitpoints. Und die machen auch ziemlich böse Aua. Also mit Prime One waren das schon ziemlich starke Gegner auf jeden Fall. Jetzt holen wir mal noch so ein paar Pfeile. Die müssten hier unten in der Smithy sein. Gucken. Vielleicht habe ich die auch irgendwo anders hingepackt. Wenn ich noch wüsste, wo ich sie hingetan habe. Ich glaube, ich habe ein paar hier in der Base gelassen. Vielleicht habe ich die auch alle schon verbraucht und wir müssen einfach neue craften. Genug Munition haben wir ja. Dann nehmen wir einfach mal 50 und ein bisschen Narcotics.
Dann können wir uns die Dinger wieder craften. Trank. Oh, wir brauchen, glaube ich, auch noch Metall, ne? Metal Ingots. Haben wir hier sowas? Nee. Dann bestimmt hier in der Smithy. Die Schlucht ist komplett leer geräumt, also da ist immer noch nichts drin. Ich habe immer noch keinen so schönen Dodo-Wivern gesehen. Ich bin mir relativ sicher, dass die da spawnen, die AK-Dodo-Wivern. Das heißt, wir müssen halt einfach warten. Ich brauche jetzt dringend mal eine Pause langsam. Ich bin schon ziemlich lange unterwegs hier. Also viel länger geht nicht. Ich brauche dann auf jeden Fall eine Pause. Ich werde aber den Rechner mal durchlaufen lassen. Und dann schauen wir, ob später vielleicht noch was geht. Kampfmusik? Wieso? Was ist los? Also ist wieder Ruhe. Na gut. Du schläfst? Du bist ein Weibchen? Level 520? Ja, 315.000 HP ist schon mal ganz nett. Und ich habe keine Ahnung, was die fressen. Das sind Epic-Tiere. Und ich weiß nicht, was Epic-Tiere fressen. Wir könnten mal ein normales Kibbel probieren eigentlich. Probieren wir mal beides. Also Golden Kibbel und dieses Special X-Kibbel. Holen wir erstmal ein bisschen Golden Kibbel. Da haben wir ja genug von. 50 nehmen wir mal mit. Warum nicht? So. Dann gehen wir da wieder hoch und füttern das Rhino ein bisschen. Mal sehen, was es dazu meint. Golden Kibbel. Diese Effekte hier sind total verrückt. Oh, das ist nicht gut. Das ist das Falsche. Du kriegst das Zeug. Das ist auch das Falsche. Was kannst du denn sonst fressen? Prime Meat vielleicht. Gut, ist jetzt nicht so gut für die Taming Effectiveness. Aber das ist offensichtlich das falsche Zeug. Das bringt dir gar nichts. Müssen wir dich irgendwie mit Beeren zähmen oder so? Ich habe keine Ahnung. Yeah. Das sieht total verrückt aus. Na gut, sieht so aus, als müsst ihr mich da erstmal informieren. Ich habe keine Ahnung, was die fressen. Das ist ein Problem. Dann schauen wir mal, ob wir das da haben. Und die Bären sind schon wieder alle aufgefressen. Unglaublich. So, da sind wir wieder. Und ich zähme das Rhino jetzt mit ganz normalen Measure Berries. Das ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung, aber ich habe keinen Schimmer, was die fressen. Ich konnte überhaupt keine Informationen dazu finden, was diese Epic Woolly Rhinos fressen. Kein Plan. Und mir ist jetzt auch nicht wirklich was anderes eingefallen. Wir hätten natürlich noch Prime Meat versuchen können. Aber das ist ein bisschen komisch. Oder ich glaube kaum, dass das Tier Prime Meat frisst. Ich meine, das ist ein Pflanzenfresser. Das wäre schon sehr seltsam. Und Kibbel ging eigentlich nicht besser als jetzt die Measure Berries. Das heißt, ich denke mal, das ist die beste Lösung. Wir hätten jetzt natürlich auch 100 Kibbel verfüttern können. Aber so super viel Kibbel haben wir ja auch nicht. Das ist einfach die coolere Lösung, denke ich. Gucken, ob es Prime Meat mag. Check. Nee, das frisst kein Prime Meat, das frisst weiter Measures. Geht eigentlich auch nicht so weit runter hier, die Taming Effectiveness. Wir sind immer noch bei 90% fast. Also wir werden auf jeden Fall über 80 noch rauskommen, denke ich. Super witzig. Die sehen vielleicht aus. Ich frage mich, ob man für die dann einen Alpha-Sattel braucht. Ich hoffe, wir haben einen Sattel, der passt. Die sehen ultra komisch aus, einfach nur. So, jeden Moment. Also, ein paar Measures hat es schon gefressen. Ganz schön gefräßig. Yeah! Super cool. War es jetzt ein Männchen oder ein Weibchen? Ein Weibchen. Wie nennt man ein weibliches Rhino? Ich weiß nicht. Horny. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Namen. Wir brauchen einen Sattel. 739. Ist doch ganz nice. So, holen wir erstmal einen Sattel. Ich glaube, einen Rhino, einen Alpha-Rhino-Sattel habe ich. Ich habe nur keine Ahnung, ob der funktioniert. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Aber ich denke mal, das wird schon der richtige Sattel sein. Andere gibt es ja eigentlich nicht. Rhino. 34, den schmeißen wir mal weg. Den brauchen wir nicht. 264 Panzerung ist ganz gut. Alles klar. Scheinbar warst du noch auf Follow. Horny ist ganz schön leise. Hat sich hier angeschlichen.
Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Horny. Oh oh. Der passt nicht. Dann können wir doch einen normalen Rhino-Sattel probieren. Packen wir den wieder weg. Das war Rock Carrot Seeds. Die nicht. Habe ich den jetzt mitgenommen oder nicht? Ich dachte, ich hätte den eingepackt. Ach, wir haben Wyvern-Handschuhe bekommen. Ich habe eine Vanilla-Wyvern. Alpha-Wyvern getötet. Jetzt haben wir diese coolen Handschuhe. Den coolen Handschuh-Skin. Und ich habe keine Ahnung, wo der Sattel geblieben ist. Vielleicht habe ich ihn doch nicht runtergenommen. So, was jetzt los? Caprosuchus. Gut. Rhino. Gibt bestimmt in der Smithy. Woolly Rhino Saddle. Dann probieren wir den mal aus. Der hat zwar nur 25 Panzerung. Aber Hauptsache ein Sattel. Sweet. So. Jetzt packen wir mal diesen. Ja, da ist der Sattel. Gut, der normale Sattel passt. Wunderbar. Und? Yeah. Ich glaube, wir stecken fest. Das war ziemlich böse. Kommen wir hier überhaupt wieder raus? Ich weiß es nicht. Yes. Freigekämpft. Da läuft ein Jaboa rum. Boah, die sind riesengroß. Die sind also deutlich größer als normale Rhinos, glaube ich. Kommt mir schon sehr groß vor. Wir haben 44.000 HP. Das ist schon mal ganz nett. Melee Damage sieht auch ganz gut aus. Wir haben 8.500 Stamina. Das reicht auf jeden Fall aus. Stamina ist ja so das große Rhino-Problem. Man muss fast hauptsächlich Stamina leveln. Das ist so das Wichtigste bei den Rhinos. Weil wenn wir erstmal laufen und nicht springen, dann können wir praktisch alles one-hitten. Das Problem sind immer die Sprünge. Und wenn man gegen irgendwelche Tiere gegenrennt und wieder neu beschleunigen muss. Das waren Felsen. Oh, Rhinos können so viel Spaß machen. Hier ist es leider ziemlich uneben. Da müssen wir immer wieder frisch beschleunigen. Also ich denke mal, die sind unglaublich stark. Wir brauchen irgendeinen großen Gegner, den wir das testen können. Das sieht aus wie ein Harvest Enki. Speed Enki. Level 200. Ich glaube, wir machen richtig, richtig böse Schaden hier. Wow. So, wir müssen noch irgendwas Großes finden. Also der Enki war eigentlich schon riesengroß. Ich weiß nicht, ob wir was viel Größeres finden als den Enki. Irgendwelche Elemental-Tiere auf jeden Fall. Wir können mal in die Berge gehen. Aber das ist halt noch schwieriger, noch unzugänglicher. Noch schwieriger zu beschleunigen. Okay, da haben wir jetzt zwei Hits gebraucht. Aber wir hatten auch nicht beschleunigt. Die machen deutlich mehr Schaden, wenn wir hier aufgeladen sind. Oh, wir haben ja dieses Charge-Meter direkt neben der HP-Anzeige. Und wenn das aufgeladen ist, dann machen wir richtig böse Aua mit dem Rhino. Ich denke, wir gehen mal in die Berge. Da ist ein Alpha unterwegs, wie es aussieht. Das wäre ein ziemlich gutes Testobjekt. Können wir ein bisschen Speed hier aufnehmen? Okay, jetzt hauen wir erstmal ab, glaube ich. Den können wir bestimmt leicht ablenken. Dann beschleunigen wir nochmal. Dann gucken wir, was geht. So, der hat gerade den Morella aufgefressen. Na, wir sind sogar schneller als die Alphas. Das ist schon crazy. Rhinos sind unglaublich schnell. So, nächster Versuch. Okay. Also gegen Alphas ist schon eine andere Sache. Die halten schon deutlich mehr aus. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, immer wieder zu beschleunigen, weil wir dann einfach so viel mehr Schaden machen. Wenn wir jetzt nur ganz normal im Nahkampf angreifen, machen wir einfach ganz, ganz wenig Schaden nur. Wir können es auch mal ausprobieren. Also so wird es ein Weilchen dauern, glaube ich. Der sieht noch nicht mal verwundet aus. Also der Knockback ist auch ziemlich gut. Und wir können natürlich Bären sammeln. Sehr praktisch.
Also ich glaube fast, dass die Measureberries wirklich das Richtige waren, um den zu zähmen. Ich wüsste wirklich nicht, was sonst. Gut, wir holen nochmal Anlauf. Jetzt ist er verwundet. Vielleicht schaffen wir ihn mit dem ersten Anlauf. Da kommt der Terror Bird. Ja, wir waren nur halb aufgeladen. Also gegen den Alpha ist es dann doch schon eine ganze Nummer härter. War aber ein 520er, also die Rhinos sind auf jeden Fall extrem stark. Und so viel ist schon mal klar. Vor allem haben wir so viel HP hier, dass uns die Alphas wirklich nichts tun. Da brauchten wir überhaupt keine Angst haben. Wir haben nicht sichtbar irgendwie HP verloren. So, da ist ein Dodi. Das ist ein gutes Testobjekt. Aber hier mit den ganzen Steinen kriegt man einfach keinen Speed drauf. Die bremsen einen immer wieder. Also in ein bisschen zugänglicherem Gelände sind die Rhinos deutlich cooler zu spielen. Aber wir haben es so ein bisschen getestet. Und es kann sich auf jeden Fall gut verteidigen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Horny ist ziemlich stark. So, ich weiß gar nicht, was ich leveln soll. HP brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich level einfach hier. Melee Damage. Gehen wir mal auf 800 oder so. Gehen wir auf 1000 und den Rest stecken wir in HP oder so. Gut, das war's. Sowieso erstmal. Oh, jetzt haben wir die Animation verpasst. Die sah ja super cool aus. Ich glaube, das ist eine ganz ähnliche, wie wenn die Tiere... Also wenn man die streichelt oder so beim Großziehen, dann machen die das, glaube ich, auch, dass sie sich auf die Seite legen. Oder wenn man ihnen ihr Kibbel gibt. Ein Level müssen wir uns jetzt noch holen, um das anzuschauen, um diese Animation nochmal zu sehen. Die sah nämlich echt cool aus. Und da sind wir wieder zu Hause. Wir haben noch ein Level abgeholt und das verteilen wir jetzt in Melee Damage. Oh yeah. Da freut sie sich. Endlich wieder ein Level up. Super cool. Und ich denke, damit machen wir Schluss für heute. Wir waren super erfolgreich. Wir haben jetzt einen neuen Prime. Einen Prime Wyvern. Super cool. Und ich hätte auch total gerne hier diesen Dodo Wyvern. Das wäre noch cooler. Deswegen werde ich den PC jetzt mal durchlaufen lassen und versuchen, später noch diese Dodo-Wyvern zu finden. Vielleicht spawnt die ja. Theoretisch müssten die in der Schlucht spawnen, nach allem, was ich bis jetzt weiß. Aber kann auch sein, dass die irgendwie beschworen werden müssen. Da wird ja ständig was geändert. Vielleicht wurde da auch was geändert und die Dodo-Wyvern spawnen jetzt nicht mehr in der Schlucht. Das wäre schlecht. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen suchen. Okay, super cooles Epic Rhino haben wir gefunden. Die sind auch ziemlich, ziemlich stark. Also nicht zu unterschätzen. Und auf anderen Karten, die so ein bisschen zugänglicher sind, was hier die ganzen Felsen und so angeht. Also wenn da weniger Felsen sind, dann kann man die auch richtig cool nutzen. Die machen echt Spaß, die Rhinos. Und ultra viel Schaden. Also der erste Hit, wenn man aufgeladen ist, wenn man hier am Chargen ist, macht unglaublich viel Damage. Echt cool. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hatte auf jeden Fall wieder Spaß. Jede Menge neue Sachen probiert. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt noch irgendwo so eine AK Dodo Wyvern finde. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.